Wir zeigen Ihnen hier den hochmodernen Produktionsprozess von gegossenem Abramowitsch-Schmuck unseres asiatischen Partners. Sie sehen von der Entstehung des Entwurfs über das Muttermodell bis hin zum fertigen Schmuckstück den gesamten Prozess. Es ist selbstverständlich, dass unsere Produktionspartner nicht nur ISO-zertifiziert sind, sondern auch deren jeweilige Arbeitsplätze europäischen Standards gerecht werden. Hier entsteht der erste Entwurf eines Abramowitsch-Schmuckstücks auf dem Papier, sowie die handwerkliche Herstellung des Uhrmodells. Dieser Entwurf wird später in eine digitale Vorlage umgewandelt, die dazu verwendet wird, bei Kleinstserien eine oder mehrere Wachsrohlinge mit 3D-Druckern zu fertigen. Hier sehen Sie das aufwendige Verfahren, wie aus dem Uhrmodell eine Gummiform hergestellt wird, welche später zum Ausspritzen der Wachsmodelle verwendet wird. Dies ist das Verfahren für hochwertige Großserien. Hier wird das Wachsschmuckstück in die Gummiform gespritzt, welche anschließend herausgenommen, versäubert und an dem Wachsbaum befestigt wird. Der ganze Wachsbaum wird in eine Küvette gestellt und mit Gips ausgegossen. Anschließend wird die Küvette im Ofen erhitzt und das Wachs zum Schmelzen gebracht. Hier sehen Sie einen hochmodernen Vakuumdruckgussofen. In diesem wird jetzt die Silber- oder Goldgranulatmischung geschmolzen, um später in die Hohlräume des Gipses mit Unterdruck eingesogen zu werden. Nach dem Guss wird der überflüssige Gips in einer Sandstrahlkammer entfernt. Der Abramowitsch-Schmuckrohling ist nun fertig. Hier wird Schmuckstück für Schmuckstück von dem Silberbaum abgezwickt und versäubert. Besonders aufwendiger Schmuck wird mehrteilig gegossen. Die Silberrohlinge werden anschließend miteinander verlötet, versäubert und zum Schluss von Hand poliert. Nun werden verschiedene Fassarten für Abramowitsch-Schmucksteine gezeigt. Voran die Krappenfassung mit dem gängigen Stotzen. Mit dem Fasserhammer werden die Steine in Handarbeit gefasst. Nun sehen Sie eine Verschnittfassung, bei der kleinste Metallteile über den Stein getrieben werden, die diesen später halten. Die Zargen- oder auch Fleischfassung wird gefertigt, indem mit dem Fasserhammer rundum ein Metallrand über den Stein getrieben wird. Hier sehen Sie, wie Abramowitsch-Schmuckstücke für die Oberflächenbehandlung, das heißt in diesem Fall vergolden oder rodinieren, vorbereitet werden. Sie werden an einem stromleitenden Draht befestigt. Der Schmuck wird durch einen chemischen Prozess mit Gold oder Rhodium ummantelt. Dadurch wird er hochwertig veredelt und geschützt. Hier sehen Sie Auszüge der Abramowitsch-Qualitätskontrolle. Anschließend macht sich der Abramowitsch-Schmuck auf die lange Reise zu Ihnen. Bei Abramowitsch erhalten Sie nur handgefertigten und handgefassten Qualitätsschmuck. Unser echt goldener bzw. echt silberner Schmuck kommt nach einer letzten Qualitätsprüfung direkt bei uns im Haus auf dem schnellsten Weg zu Ihnen. Das ist unser Versprechen an Sie. Das ist Abramowitsch-Qualität.